einen wunderschönen guten Tagewünsche draußen. Genau. Ich habe mir jetzt hier gerade das Wickeltuch umgebunden. Nee. Also zumindest müssen wir jetzt erstmal los. Ja, aber das geht nicht. Das alles an dem Kleber muss jetzt eh trocknen. Komm, mach mal hin jetzt. Zieh mal deine Schuhe an. Also wir fahren jetzt zum Kudamm. Ich muss meine Haare noch mal ganz kurz machen. Ja, leg sie doch mal zur Seite, bitte. Ja, das kann sein. Gestern war ja dieser übelste Unfall am Kudamm. Morgen ist auch schon wieder ein heftiger Tag. Ja, Leute, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht in der letzten Zeit. Wisst ihr was? Ich beichte euch jetzt noch was. Titel große Beichte Matthias. Es gibt ja so Tage in einer Familie, die laufen gut und die laufen schlecht. Warum bist du so geschminkt? Mama, guck mal, weil ich für die Hunde so alle Beine habe. Warte. Essen. Ja. Es gibt ja so Tage, die laufen gut und es gibt Tage, die laufen schlecht. Und wir haben gerade schlechte Tage. So kann man das nennen ungefähr. Mama. Und eigentlich ist mir gar nicht zum Filmen zumute. Ich weiß, manche sagen jetzt... Für wem ist das mit den Dingen? Für deine Kita-Kinder. Ja, aber wer kriegt die Waffel? Leg es mal bitte hin. Jedes Kind kriegt eine Waffel und ein Ei. Jetzt lass es einfach sein. Ich zeig dir das, wenn es fertig ist. Aber es ist für mich keine Option, nicht zu filmen, weil es gibt ja nicht nur sonnige Tage, sondern es gibt auch Regentage. Und diese Regentage gibt es auch hier im Stream sozusagen. Ne? Deswegen... Hörst du bitte auf, das kaputt zu machen? Geh dich anziehen. Ja. Jetzt gucke ich mal ganz kurz noch mal Kopfschmerztablette, weil mein Hirn meldet sich gerade zu Wort. Und es sind gerade so viele Sachen, die bei uns passieren. Das ist, ich bin ultra genervt davon. Also wirklich, ich bin richtig genervt davon. Und egal, was für eine neue Baustelle dazukommt, sie scheißt einfach nur rein gerade aktuell. Es ist aktuell wirklich nicht feierlich, was Karma da mit uns macht. Ich weiß nicht warum, aber wir haben nichts verbrochen. Oh! Hallo, man hört dich ja mal. Ich habe sie gerade schon. Ich habe zwei Hunde. Ich habe sie gerade gewickelt, sehr schön. Machst du noch mal dein Kinn sauber, bitte schnell. Dein Kinn einmal sauber machen gehen, bitte. Los, schnell. Einmal schnell Kinn sauber machen, hab. Und ich tüte jetzt hier die Kleine ein. Wir haben es 29, um 40 wollten wir los und passt das alles ganz gut. Marleen kommt jetzt gleich nach Hause. Ist quasi, wir geben uns die... wie nennt man das? Wir geben uns quasi die Tür in die Hand, so. Habe ich hier vorhin nicht noch einen Hausschlüssel gehabt? Ich muss mal gleich gucken, wo mein Hausschlüssel ist. Jetzt, wenn ich das Tragetuch trage, dann kann ich natürlich nicht meine... Das geht schon hin. Mama, hast du Mama gesagt? Aber ja. Hast du gerade Mama gesagt? Bin aber nicht bewusst, ne? Hier? Nein. Ja. Ich nehme sie jetzt auf den Arm, beziehungsweise packe sie hier in ihren Sitz. Und dann fahren wir jetzt los. Ich hoffe, dass das wenigstens ein positiver Termin wird. So viele Termine, die immer positiv und negativ ausfallen können. Morgen früh geht es gleich weiter. Um 5:30, um 9 und dann habe ich, glaube ich, Ruhe. Dann gehen wir einkaufen und dann lecke Mio. Ey, das ganze Wochenende will ich nichts hören und nichts sehen. Matthias, 1,96 €. Was ein Schnäppel. Die Freude über so ein paar Cent. Ich weiß gar nicht, was ich hier trinken will. Die Auswahl ist so groß. Dann wieder das Gleiche? Ja, dann mit raus. Ja, machen wir den anderen jetzt. Nein. Den roten davon, den ACE. Die daneben. Mama, okay. Bitte. Nein, Hase. Bitte. Mama, bitte. Achso, ich brauche mein Portemonnaie. Bitte. Warte mal. Ja, den. So. Nee, nichts. Schätz mal, Folter? Nein.
Na, wenn 60 Liter reinpassen, 2 Euro, sind wir bei... Das sind 63 Liter. Dann sind wir bei 125 Euro. Und 1 Cent. So, wir sind wieder zu Hause vom Termin. Und zwar, Maris, habe ich überlegt, ich habe hier, ich muss mal gerade, ich kann es euch nicht zeigen, doch, ich kann euch das hier zeigen. Habe ich hier eine Einladungskarte von Maris, da ist dieses Bild hier drin. Und da werde ich jetzt seinen Kopf ausschneiden für ein Eintrageheft. Bin ich auch eingeladen? Nee. Doch. Bist du nicht. Doch. Nein, ich bin auf Klassenfahrt. Schneiden wir jetzt den Kopf raus für Maris, für das Eintrageheft, damit wir das morgen abgeben können. Ich habe nämlich jetzt keine Zeit und Lust, nochmal eins auszudrucken. Kleber, Maris, der Klebstift. Hol bitte. Ich habe keinen. Hol schnell bitte. Ich habe keinen. Du hast einen. Ich habe keinen. Mach bitte schnell. Ich habe keinen mehr. Der lag da auf dem Flur bei dir im Zimmer. Ich habe keinen. Geh bitte mal nach oben und hol einen Klebestift, Maris. Ich habe geguckt. Da ist keiner. Dann frag Mara. Sie hat ihn auch nicht. Habe ich sie auch schon mal gefragt, weil ich halt... Der lag gestern da oben. Geh hoch, bitte gucken. Du bist nur eine faule Socke. Bin ich nicht. Ja, ist da nichts. Soll ich dir beweisen, dass da nicht ist? So, die Kleine liegt hier auf dem Sofa. Die hat sich gerade schon auf die Seite gedreht. Das muss jetzt wieder festgeklebt werden. Und dann heißt es duschen, Haare trocknen, Haare glocken. Weil ich morgen früh schon um 6.30 Uhr, das musst du mal reinziehen, ich habe um 6.30 Uhr habe ich den ersten Termin morgen bei einer ziemlich wichtigen Behörde. Oh. Sind wir doch eigentlich Behörde? Ich glaube schon. Der ist da nicht. Der ist da nicht. Ich muss jetzt erstmal füttern. Pibi! Hallo! 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 Au, au, au! Au, au! Bitte nicht so laut. Au, au! Was machst du denn? Au, au, au! Leg dich mal zurück. Komm, erst mal bitte schnell die Flasche bringen. Au, au, au! Wieso legst du dich denn nicht hin? Mach doch mal entspannt. Kind, entspann dich doch mal. Also, gestern Abend lag vor der Zimmertür, auf dem Boden, auf dem Flur. Vor welcher Zimmertür? Vor Maris seiner Zimmertür. Warte, warte. Hör auf damit, ich hasse das. Oh mein Gott. Ich habe sie mal aus Versehen komplett mit Milch angespritzt, weil ich das nicht, weil ich ja, nicht getroffen habe. So. Baby, ess mal auf. Guck, ich muss... Okay. Du brauchst das nicht machen. Du kannst auch irgendwas sagen oder so. Aha, ach, geht doch, ja. Kannst du mal aufmachen? Ich will gucken, wenn der Glitzer dran ist, dann ist es meiner. Ja, ist bestimmt. Ja. Bitte schnell zusammen aufkleben. Komm, Akku. Hat die lange Beine, ey. Das ist so krank. Baby. Ui, Gesundheit. Marlene passt ganz kurz auf sie auf. Ich habe ihr hier Proviant. Kopfschmerzen, ey. Es ist richtig. Ja, ist es denn nicht schlau, vielleicht nochmal was zu nehmen, bevor du schlafen gehst? Nicht, dass ja, es durch... gib mir mal was zum Nehmen. Muss mich entspannen. Hier, Nuki und... Freunde, du guckst so. Kannst du mir nicht da was vorbereiten? Wie, was vorbereiten? Na, ein Glas Wasser. Ja. Ich habe jetzt die Kleine kurz zu... Willst du noch mal raus? Bist du aufgesprungen? Dann gehen wir noch mal schnell. Tschüss. Maris guckt gerade hier noch Fernsehen. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen?
Genau, ich habe jetzt die Kleine gerade nochmal abgegeben zu Marleen, weil ich jetzt nochmal schnell duschen gehen muss. Wegen morgen früh. Dass ich schon fertig bin soweit. So. So. Bitteschön. Matthias arbeitet, glaube ich. Gut aus. Das habe ich halt überlegt, das ist aber halt so weiblich, ne? Naja, der Hintergrund vielleicht ein bisschen, aber das Motiv vorne gefällt mir richtig gut. Ja, aber was soll ich denn sonst für einen Übergang nehmen? Lila? Ja. Oder orange oder so? Wieder so ein Tag, da komme ich fast gar nicht zum Filmen, weil ich durchgehend nur am Funktionieren bin. So. Und sehen immer richtig übel aus, wenn ich die rausgeholt habe, ne? So. Kokosöl. Waschläppchen. Reinigungsschaum. Ja. Morgen wird, glaube ich, der so ziemlich anstrengendste Tag. Wir haben morgen einen Termin. Wie gesagt, um 6.30 Uhr bereits in einer Behörde. Heißt es Behörde? Ich weiß es nicht. Und um 9 Uhr habe ich auch nochmal einen richtig wichtigen Termin am anderen Ende von Berlin. Und zwischendurch muss ich auch noch die Kinder wegbringen. Mara in die Schule, Maris in die Kita. Maris hat morgen einen Ausflug in eine andere Schule. Also es wird nochmal richtig freaky. Und ich wollte unbedingt morgen den Wochenendeinkauf machen, damit ich dann Samstag und Sonntag komplett mich konzentrieren kann auf die Vorbereitung für den Kindergeburtstag. Ich habe jetzt bei McDonald's angerufen heute und habe am Samstag um 16 Uhr einen Tisch bestellt in der Kinderecke, wo die Kinder dann quasi essen können. Ja. Ich hasse ja McDonald's. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres als McDonald's, ganz ehrlich. Aber die Kinder feiern es ja so sehr und es ist mal sein Geburtstag. Habe ich gesagt, komm, ich bin halt nicht die Mutti, die die Kinder zu Möhrensticks einlädt, ey. Ganz ehrlich, ein Kindergeburtstag soll was Besonderes sein. Die Möhrensticks, die können sie sich bei ihren Eltern abholen. Könnt mir mal sagen, wie ihr das findet oder was ihr dazu denkt, sagt. Jetzt muss ich noch gucken, wer alles kommen wird. Oder wer nicht kommt. Mal gucken. Ich bin gespannt. So. So. Waschlappen in die Wäsche. Getroffen. Fast. Ich gehe jetzt erstmal in die Dusche und dann müssen wir gleich noch die Kleine fertig machen. Ich muss mir meine Haare föhnen. Okay, Maris hat recht.
Der Föhn ist weg. Nächster Morgen. Um 5.46 Uhr. Alter. Hallo, liebe Familie. Ja, haben wir 4 Stunden. Hast du noch früher Schluss als ich? Ja. 11.20 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du gibst ihr bitte den Schlüssel? War jetzt nicht so schwer. Also. Okay. Na, dann muss ich noch mein Portemonnaie holen. Ja, brauchst du sowieso. Wegen meiner Buschkarte, hier. Ja. Nee, wenn das da drin ist, dann ist ja gut. So. Dann muss Maris, was ist denn jetzt hier mit der Hose? Soll ich die Mara geben? Ja, ich hab die schon. Dann versuch du mal. Ja, aber nicht jetzt. Nein, ja. Quatsch. So, dann das Freundeheft, was Maris unbedingt Mara, mitnehmen muss. Warum machst du eigentlich dein T-Shirt immer so, weil es vorne aussieht wie so eine Spitze? Ich frag wirklich nur. Warum denn? Ich frage ja nur, warum du das so machst. Ich mache das ja auch, aber bei mir sieht es ja nicht so aus wie so eine Scheide. Bei mir sieht es ja eher so aus wie so ein Rund. Weil die sieht halt ein bisschen aus wie so eine Scheide. Deswegen Marlene, du glaubst gar nicht, was in den Kommentaren wieder gerade abging. Was denn? Mit welcher Begründung kaufst du dir ein Langstreckenfahrzeug? Mit welcher Begründung kaufst du dir ein Kombi? Ah, ich muss Maris seine Box noch machen. Uff, uck. Ja, Mara hätte ja schon mal anfangen können. Mara, machst du, nimm mal seine Flasche da hinten. Oh, jetzt aber flotti. Prüfe-Tee? Nee, hier, Wolfig-Tee. Wir gehen hier komplett kompakt los. Hä? Komplett 6 Uhr los, okay? Punkt 6 Uhr. Mhm. Ich mach schon mal den Eggis, weil... Oh. Dann kann ich für Pendel so ein Getränk von mir nehmen, weil für Pinneli? Weißt du, was wir jetzt machen können? Wegen dem 9-Euro-Ticket können wir ja immer wieder nach Hamburg rein, mal wieder zurück nach Hause. Oder, keine Ahnung, zu Melissa oder so. Weil wir haben das ja vorher mal nicht gemacht, weil ja ein Tagesticket, sondern einmal eine Fahrkarte 5 Euro kostet. Hier in Berlin kostet die 3 Euro. Mhm. Und das ist halt schon fast. Hast du ein Euro-Ticket? Ja. Online aber gekauft. Eigentlich fand ich das am Scheitern. Müsstest du nicht immer für so einen Monat für deine Bahn mit deiner Schule oder Arbeit und dann 100 Euro zahlen? Ja, 107 hast du bezahlt. Was ist das? 9 Euro. 3 Monate lang zahle ich 9 Euro. Warum 3 Monate lang? Weil es danach nicht mehr gibt. Warum macht man das denn so kurz? Oder warum macht man das? Das ist jetzt für die Sommerferien. Das ist nicht für die Sommerferien, sondern das ist wegen dieser komischen, diesem Entlastungspaket. Na, wer ist denn da schon wach? Alter, wir sind da raus. Guten Morgen. Freut er sich? Ich mache gerade deine Box fertig. Hier hast du einmal. Mara, einmal abwaschen bitte. Ey, du mit dem nicht abwaschen immer. Ja, das ist unnötig. Also hier hast du Zwieback mit Joghurt und Zitrone. Dann mache ich dir jetzt gerade einen Toast mit Salami und jetzt kriegst du noch ein paar Erdbeeries. Hast du noch einen Rucksack da? Gibt es heute einen Ausflug oder was? Ja, ja. Hol schnell den Rucksack bitte. Darf ich sagen, wo? Ha? Ja, sag schnell. In die Waldschule. Oh. Los, hol schnell. Ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Mhm. Viele denn? Was hast du denn hier gemacht? Abgeschnitten. Ja, das ist doch nicht abgeschnitten, was ist denn da drin? Na, ich muss nochmal überlegen. Der Stiel. Deine Mutter ist ein Stiel. Echt? Ja. Cool. Du musst es ja am besten wissen. Hier. Ach, Mara. Ey, wo du laut sein kannst, bist du laut, ne? Gerade eben auch. Wieso lässt du denn die Tür im Badezimmer oben neben dem Schlafzimmer zuknallen? Hä? Ich war gar nicht im Badezimmer. Ach so. Doch, warst du. Scheiße. Ich hab mir... Mama, bist du stolz auf mich? Ich hab mir gerade, ohne dass du es gesagt hast, die Zähne geputzt. Ey, dass ich das noch erleben darf. Ja. Und dann habe ich jetzt gerade Kellogg's gegessen.
Na, ja, so schön. Soll ich da das auch das Eintragebuch mit reinmachen? Nein, nee. Ja, nimmst du es so in die Hand dann, ja? Ja. Okay. Aber Mama, ich hab mir das so gemacht. Du? Das eben, ja. Mama, ich habe mir so gemacht, dass ich mir Socken anziehe, aber kein Unterhemd. Wenn dir zu warm wird, dann zieh einfach die Socken aus, Maras. Die kannst du einfach in deinen Rucksack schmeißen. Oh, Maras war hier dran. Wir haben es 5.52 Uhr, also alles gut, wir schaffen alles. Ja, also Maras macht heute einen Kita-Ausflug, deswegen mach ich ihm eine Box. Normalerweise muss ich keine Box machen, normalerweise gibt es Frühstück in der Kita, aber das isst er nie mit. Ja. Ja, na, es ist halt einfach nur eine Box mit ein bisschen Obst und Hülsenfrüchten. Ich werde eh nicht alles aufessen. Ja, musst du ja nicht. Oder du kannst auch wieder teilen, wenn jemand was zu wenig hat zum Beispiel. Oder wenn du irgendwas dabei hast, was jemand anderes möchte. Und du das nicht brauchst. Hinten ist meine Tasche richtig leer. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Okay. Was ist denn wichtig, was ich nicht vergessen habe? Also eine Zahnbürste habe ich, Portemonnaie habe ich, AirPods habe ich, zwei Outfits, Schlippis. Was noch? Mama, stimmt's noch? Aufladekabel. Bin ich da gerade drauf getreten? Nee. Weiter? Stimmt's noch? Ja. Boah, Moment, wir müssen kurz durchgehen, was wichtig ist. Was ist noch wichtig? Na nix weiter. Deine Schulsachen sind wichtig. Ja, so, ich verabschiede mich jetzt hier, weil ich fange jetzt auch den neuen Vlog an. Hoffentlich passt das jetzt hier. Das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Das war unser morgendlicher Einblick hier mal. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ach so, im Übrigen, Leute, hört doch mal auf, euch unseren Kopf zu zerbrechen. Ja, ihr wisst weder, also ich sage euch jetzt nur an die Leute, die nicht haten, sondern einfach nicht nachdenken. Ja? Ihr wisst A nicht, wie viel Marlene bezahlt hat. Aber was ihr wisst, ist, dass ich das Auto nicht gekauft habe, sondern mal eben das Geld vorausgeschickt habe. Oh, hast du das Auto geschenkt gekriegt? Was ist denn los mit den Leuten? Was zerbrecht ihr euch denn alle unseren Kopf? Meine nicht Bitte. Unser. Ja, ja. Jetzt hört doch mal alle auf, ey. Das ist doch völlig egal. Und wenn ich ihr ein Auto in den Arsch schiebe, dann wäre das auch so. Könntet ihr auch was dran ändern? Genau, Malu kriegt im September, Oktober ein iPhone 14 Pro Max. Also, jetzt könnt ihr euch aufregen. Mit 5 Terabyte. Tja, warum wir wissen, dass es sowas gibt? Tja, macht euch mal Gedanken drüber. Wir heilen nicht Äpfel zusammen. Tschüss. Mama?